Vielen Dank an den Onlineshop 10schuhe.de, der mir die hier gezeigten Barfußschuhe kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Hi, ich bin Saki und das hier ist noch eine Erweiterung für mein Barfußschuh-Tagebuch, denn ich habe ein weiteres Paar Barfußschuhe ausprobiert, über längere Zeit getragen und den Barfußschuh-Interessierten unter euch, den möchte ich diese Schuhe auch gerne wieder zeigen. Das hier sind sie. Sie stammen von der Firma Vibram und das Modell nennt sich Spyridon MR, also MR. Ja, Vibram, das ist mittlerweile, glaube ich, eine bekannte Firma für Sohlen und für Schuhe. Vibram-Sohlen werden in etlichen Schuhen eingesetzt, verwendet. Und wenn man von reinen Vibram-Schuhen hört, dann kennen die meisten wahrscheinlich tatsächlich diese sogenannten Zehenschuhe hier. Die sind auch wirklich außergewöhnlich, wenn man damit zum ersten Mal unterwegs ist, das ist wirklich mal was ganz anderes. Und auch andere Menschen sind ganz, ganz anders. Wenn man da einem Wanderer draußen begegnet, der schaut einem definitiv nicht mehr in die Augen, der schaut die ganze Zeit nur noch auf die Füße. Das ist schon mal das Besondere, erste Besondere, was ich erleben konnte. Gut, okay, Zehenschuhe. Jeder Zeh hat seine eigene Kammer in diesem Schuh. Und was soll das Ganze? Grundsätzlich will man mit den Five Fingers natürlich auch barfußschuhtypisch so nah wie möglich ans Barfußgehen herankommen. Dafür ist der absolute Nullabsatz wichtig, der hier vorhanden ist und auch eine schöne weiche Sohle, dass sich der Fuß bewegen kann. Jetzt kommt noch dazu, Vibram sagt, wenn wir barfuß laufen, dann hat jede Zehe des Fußes ihre eigene Funktion. Und deswegen diese Kammern für die Zehen, damit sich auch jede Zehe frei bewegen kann, auch beim Barfußschuhlaufen. Wie wichtig das für den Fuß beim Barfußschuhlaufen ist, das kann ich nicht sagen, da bin ich zu wenig Fachmann für. Aber Vibram gibt an, dass das eine ganz besondere Art von Körperwahrnehmung ist, dass das die Körperwahrnehmung schult und dass das auch den Gleichgewichtssinn deutlich verbessert. Zum Gleichgewichtssinn kann ich definitiv schon mal sagen, wenn ich damit querfeldein unterwegs war und auch zum Beispiel balanciert bin oder sowas, dann hatte ich immer ein sehr, sehr sicheres Gefühl. Also das Gleichgewicht konnte ich sehr, sehr gut halten. Ja, diese Zehenkammern hier sind wie gesagt das auffälligste Merkmal und, wenn man die Schuhe zum ersten Mal anzieht, auch gleich die größte Herausforderung. Denn mal ebenso aus stinknormalen Schuhen raus und in die Five Fingers rein, das kann man mal eben vergessen. Also bei mir war das zumindest so. Irgendwie wollen die Zehen nicht an den für sie vorgesehenen Platz. Das ist eine ganz schöne Fummelei bei mir gewesen. Ich hatte die größten Probleme mit dem kleinen Zeh. Der wollte hier nicht in seine Kammer, sondern daneben mit rein. Irgendwann habe ich dann mal festgestellt, dass es sehr hilfreich ist, wenn man schon vorher eine ganze Zeit lang barfuß gelaufen ist. Ich denke mal, dass sich der Fuß dann ausgebreitet hat und dann war das wieder viel, viel einfacher. Vom Tragegefühl ist es anfangs ein ganz klein bisschen seltsam, denn was jetzt anders ist, ist, man hat ja zwischen den Zehen jeweils Stoff. Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen, das ging bei mir aber relativ schnell. Dann haben die Spyridon MR ein Schnellschnürsystem, dieses hier. Und das ist auch gut durchdacht und schnell und einfach zu benutzen. Einfach hier zuziehen und dann mit Klett hier vorne festkletten und das war's. Das ist wirklich simpel. Ja, und dann geht's los und raus in die Natur. Das MR im Namen steht für Mud Runner, also sowas wie Dreckläufer, Schlammläufer und soll einfach sagen, dass diese Schuhe für draußen, fürs Gelände gedacht sind. Sie werden auch als Trail-Running-Schuhe beworben. Dazu passt die 4 mm dicke Gummiprofilsohle mit ordentlich Profil, das auch einen richtig guten Grip hat, das kann ich bestätigen. Allerdings sind diese Schuhe trotz allem eher für trockenes Wetter geeignet. Nicht, dass die Schuhe oder diese Sohle bei feuchtem Wetter keinen guten Grip hätten, auch da kann ich sagen, nein, auch im feuchten Zustand ist da ein sehr guter Grip, aber wenn es feucht ist, kriegt man in diesen Schuhen schnell mal nasse Füße und das liegt einfach an der Bauart dieser Schuhe. Man kann zwar hier rundherum sehen, dass die Sohle, die Gummisohle, überall hochgezogen ist, was sehr gut vor Bodenfeuchtigkeit schützt, aber hier zwischen den Zehen ist das nicht so. Da geht der Stoff bis ganz nach unten und das ist eigentlich nur logisch, denn wenn hier auch noch das dicke Gummi dazwischen wäre, das wäre natürlich viel zu viel Material und würde die Zehen quasi auseinanderdrücken. Das wäre nicht angenehm. Und ja, dementsprechend kann hier an der Seite natürlich Feuchtigkeit viel schneller an den Stoff kommen.
Und dann hat der Stoff dann nicht viel entgegenzusetzen und die Zehen sind dann das, was als erstes fix mal nass wird. Also, die Spyridon MR, wirklich ein sehr guter Grip, querfeld ein, sehr gut geeignet fürs Gelände, allerdings eher für trockenes Wetter geeignet. Die Sohle selber macht mir einen sehr hochwertigen, sehr guten Eindruck. Hier konnte ich auch überhaupt nichts Negatives feststellen. Das habe ich beim Namen Vibram aber auch ehrlich gesagt nicht anders erwartet, denn ich denke, der Name steht für entsprechende Qualität. Sie ist aber nicht nur robust, sondern gleichzeitig auch total flexibel. Und die Schuhe sind relativ leicht. Ich habe mal einen der Schuhe auf die Waage gestellt und habe gewogen 240 Gramm. Dieser Bereich hier soll auch noch eine spezielle Funktion besitzen und das Fußgewölbe etwas stützen. Ja, zum Grip der Sohle habe ich ja schon was gesagt. Das wirklich Besondere an diesen Schuhen ist aber das außergewöhnliche Barfußfeeling. Und das hätte ich so nicht erwartet, denn wir sprechen hier schließlich von Barfußschuhen mit einer dicken, relativ dicken Profilsohle. Ich habe die Schuhe mit und ohne Socken getragen. Dann muss man natürlich spezielle Zehensocken tragen, auch ein kleines Abenteuer da reinzukommen, aber auch sehr witzig. Durch die weiche Sohle und durch die Bauart dieses Schuhs hat man ein sehr tolles Barfußgefühl. Wer meine anderen Barfußschuh-Tagebuch-Videos schon gesehen hat, ich würde die Spyridon MR genau in der Mitte zwischen den bisher getesteten Schuhen ansiedeln, was das Barfußfeeling angeht. Und subjektiv haben diese einzelnen Zehenkammern nochmal irgendwie was Besonderes. Es ist ein ganz außergewöhnliches Gefühl, ein außergewöhnliches Barfußgefühl, damit draußen durch die Natur zu laufen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das kann ich nicht anders sagen. Und ob mit oder ohne Socken, ich kann von keinerlei Blasen oder irgendwelchen Druckstellen berichten. Es gibt den Spyridon MR in verschiedenen Farbvarianten und wenn ihr an mehr Informationen oder einer Bezugsadresse interessiert seid, dann blende ich euch hier mal die Webadresse vom Zehenschuhe-Shop ein, von dem auch ich meine Schuhe habe. Die Webadresse ist www.zehenschuhe.de und Barfußschuhinteressierte werden dort nicht nur diesen Schuh finden, sondern eine breite Palette von Barfußschuhen. Ja, das war's von mir zu einem weiteren interessanten Barfußschuh auf dem Markt, dem Vibram Spyridon MR. Ein Schuh mit gutem Grip und gutem Schutz fürs Gelände und trotzdem ein ziemlich cooles Barfußgefühl. Und ich würde sagen, man könnte sagen, ein Handschuh für die Füße. Macht's gut! Vielen Dank an den Onlineshop 10schuhe.de, der mir die hier gezeigten Barfußschuhe kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Schau auch auf meinem Hauptkanal vorbei. Da kannst du mich auf meinen Outdoor-Erlebnissen begleiten, findest zahlreiche Videos zu den Themenbereichen Survival, Bushcraft und Trekking sowie zu zahlreichen anderen Outdoor-Aktivitäten.